Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Lassen Sie mich, bevor wir im Ausschuss sowieso ausführlich mit der Thematik uns befassen werden, für unsere Fraktion einige Anmerkungen machen. Es ist ja schon einiges angesprochen worden. Zum Thema Lex BER, liebe Kollegin Tack, ich finde da ist überhaupt nicht die Luft raus. Im Gegenteil, da liegt eine Menge Sprengstoff drin. Diese Formulierung ist zugegebenermaßen nicht ganz fair, weil sie dem Umfang des Gesetzentwurfs natürlich nicht gänzlich entspricht. Das ist aber schon ein Punkt, der Beachtung verdient. Es geht ja konkret um den Absatz 2 des Paragraphen 73, der zur Begründung dieser Behauptung oder dieser Namensgebung Lex BER geführt hat. Ich zitiere: Abweichend vom Absatz 1 richtet sich die Geltungsdauer der Baugenehmigung nach der Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses und der Plangenehmigung. Hört sich nach nichts an, liegt aber eine Menge drin. Der noch immer im Bau befindliche Willy-Brandt-Flughafen läuft in Gefahr, die Baugenehmigung vor Abschluss der Bauarbeiten zu verlieren aus Zeitgründen. Glaubt man den Ausführungen des Vorstandes, der Betreibergesellschaft und der Landesregierung, dann wird der Flughafen natürlich vor Auslaufen der Baugenehmigung fertig. So heißt es unisono im Sonderausschuss. Wir kennen diese Aussagen alle und wissen aus der Vergangenheit, was wir davon zu halten haben, beziehungsweise dass ein kritischer Betrachtungswinkel nicht der falscheste ist. Hartnäckige Gerüchte aus verschiedenen Bereichen, auch von den am Bau befindlichen Unternehmen, werden ja auch von Seiten der Betreibergesellschaft entschieden verneint. An dem Flughafen wird mit voller Kraft gebaut, ordentlich nach Plan, nichts Neues im Osten. Wie passt dann der zitierte Passus zu den Aussagen zur planmäßigen Feststellung? Gar nicht. Kurz und knapp gesprochen, das sind eher Nebelkerzen und deshalb ein Fall für die Kategorie mangelnde Glaubwürdigkeit der Landesregierung, mal wieder und garantiert auch nicht das letzte Mal. Dahingehend sind die Verhandlungen im Ausschuss und die Besprechungen schon interessant und haben noch einiges an Potenzial. Welche Botschaft hat dieser Aspekt Lex BER? Es ist ein Eingeständnis, leise und in wenigen Worten, denn damit glaubt die Landesregierung ja ihren eigenen Bekundungen nicht. Die Landesregierung erhält ja in Sachen BER einen direkten Einblick in den Baufortschritt, Meldungen über Pannen, Auswirkungen von fehlerhaften Absprachen, eine Übersicht über den Stand der Genehmigungsbeantragung und so weiter und so fort. Was dann bei der Öffentlichkeit ankommt, ist ja eine andere Frage, das haben wir im BER-Ausschuss ja auch schon diskutiert. Unabhängig dieser Thematik Lex BER sind wir gespannt auf Diskussionen und Punkte, die uns in den Ausschüssen erwarten, denn es sind ja etliche Änderungen, die auf uns zukommen. Speziell der Verbraucherschutz, es wurde angesprochen, ist ein Thema, was ja auch kurz vor Weihnachten noch zu massiven Einwendungen geführt hat. Die Kammern und Verbände der Brandenburger Ingenieure und Architekten haben diese Novellierung nicht umsonst scharf kritisiert. Ob da nur das Argument der Kostenverringerung reicht, da bin ich mir noch nicht sicher. Es heißt, es sind unnötig hohe Niveaus, die eingedampft werden sollen zur Kostenersparnis. Das bleibt auch zu diskutieren. Es gibt viele positive Absichten, aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Für den Bereich der Eigenheime ist im Zuge der Konsequenzen dieser Novellierung Arbeitsplatzverlust ein Thema, wie es von Unternehmen angesprochen wurde und so weiter und so fort. Bevor wir in diese Diskussionen einsteigen werden, möchte ich noch ganz kurz diesen Aspekt Rauchmelder beleuchten. Das ist ein gutes Beispiel, wie wandlungsfähig die Ansichten auch bei der Landesregierung über die Zeit sein können. Ich zitiere Herrn Vogelsänger vom 26. April 2012. Zitat: Die Pflicht zum Einbau von Rauchwarnmeldern würden zu einer Kostenerhöhung führen, da diese Anlagen einer regelmäßig wiederkehrenden Prüfung unterliegen würden. Diese Pflicht sei damals auch in der Musterbauordnung nicht vorgesehen. Zitat Ende. Ich sehe, Meinungswechsel ist möglich, ein Meinungswandel. Das heißt auch, dass wir mit guter Aussicht und Hoffnung in die Gespräche in den Ausschüssen gehen und alles Weitere da erarbeiten werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.